Oh, shit. Ha! Was zum? Was passiert? Hand! Oh, oh. Linke Hand. Auweia. Ach du Schande, ich hab da so eine Vorahnung. Und die gefällt mir gar nicht. Gesicht. In Sonne. Was zum Geier? Na, da sind wir nicht mehr. Dunklere Fürst Gronk. Schnuckelig, meine neue Form, oder? Nein. Gar nicht schnuckelig. Angst? Spürst du diese unbändige, überwältigende Kraft? Dann ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Für den finalen Kampf. Für den finalen, dunklere Fürstkampf. Oh je, was mache ich eigentlich hier? Der dunkle Fürst Gronk ist zu stark. Ach nein, das habe ich auch gesehen. Guck dir den an. Der ist mindestens 5-mal so groß wie ich. Bekämpfe ihn nicht ohne alle 10 Mitglieder deines Teams. Was? Wer dich begleiten soll? Wähle 3, die gegen die linke Hand kämpfen. Ah, alles klar. Ist das nice. Eine Neuerung. Jetzt verteile ich 3 auf die linke Hand, 3 auf die rechte Hand und 3 auf die Mitte. Alter. Ich mach's einfach mal so hier. Die Teams, die wir schon hatten. Die rechte Hand kämpfen sollen. Team rechte Hand. Ihr seid bereit. Gegen den Körper. Ich, Greenie, Blackie und Blackie, das Anfangsteam, das von Anfang an mit dabei ist, wird gegen den Körper kämpfen. Ja, die Teams sind bereit. Kann's los. Wir schaffen das. Die linke Hand, Gronks linke Hand, ja, nehmt jetzt dies. Ich helfe auch. Fächerwelle. Will vor Donald angeben. Okay, jetzt müssen wir uns um das Team kümmern. Jetzt müssen wir die Ruhezonen im Auge bewahren, weil ich bin ja nicht mit dabei. Noch einmal. Und ich kann nicht steuern. Ich muss wirklich die Ruhezone im Auge behalten. Putin, das Politiker-Team, kämpft gegen eine linke Hand. Treffer bestätigt. Was sollte denn das? Die Steuer dann verschenkt für den nächsten Kampf, wenn ich die hier ausgebe, das wäre ein bisschen blöde, das wäre ein bisschen fies. Ich traue mich gar nicht, die Ultrasteuer einzusetzen, weil die habe ich dann eventuell beim finalen Körperkampf dann nicht mit dabei. Könnte wirklich sein. Noch einmal. Und ich brauche wieder die Ruhezone. Bereit zum Abschuss. Merkel. Mi-Projektil. Treffer bestätigt. Nein, die Musik ist nicht leiser. Habe ich mich auch gerade gedacht. Die ist so wie in den letzten Parts auch immer. Die ist bloß wirklich vom Spiel aus etwas leiser. Frage ich mich, warum der Bosskampf leise Musik hat. Eigentlich traditionell immer die lauteste Musik. Aber was soll's? Noch einmal. Münzwurf oder was? Ne, Armbandwurf. Mampf, Mampf. Jetzt spiel Banane. Zone, kommt schon, Leute. Das Politiker-Team wird es schaffen. Komm, ich vertraue auf euch. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Steuern zu geben, weil vielleicht habe ich die dann verschenkt. Ich weiß es nicht. Und euch in den Kommentaren kann ich auch nicht fragen, weil ja, läuft gerade der Kampf. Den kann ich nicht einfach unterbrechen. Und auf eure Kommentare warten. Die Hand ist dran. Greift ordentlich an.
Bitte warten, bitte warten. Das ist so hart. Und bisher sieht es aber gut aus für das Team der linken Hand. Noch einmal. Attacke. Mac hat's nötig. Alles in Ordnung. Gute ihn. Blinkt mein 3DS. Blinkt. Ich muss ihn mal zum Laden legen. Das ist jetzt sehr schlecht, DS. Das ist jetzt sehr schlecht, 3DS. Nein. Das geht jetzt gerade nicht. Verstehst das? Bitte warten. Donald blickt woanders hin. Ach, wird er nicht getroffen, weil er woanders hinblickt. Unter dem Motto, wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Und ich ihn nicht treffen kann, kann er mich auch nicht treffen. So. Kann mir mal jemand kurz helfen? Prinzessin beschützt. Und zack. Uha. Immer schön auf die Ruhezone achten, dann geht's, glaube ich, sogar ohne Steuer. Man ausgewogen. Aber das Politiker-Team hier, das ist ordentlich. Mit dabei. Nein, Putin. Putin wurde besiegt. Den hätte ich in die Ruhezone stecken müssen. Vorbei mit ihm. Und ich traue mich nicht, den Nebensteuer einzusetzen, weil dann ist er weg. Könnte wirklich sein, dass er dann weg ist für alle Kämpfer. Und wir könnten es probieren. Mal testweise ist ja ein Let's Play. Mal herausprobieren, wie das ist. Aber ich will es dann nicht mit dem Endkampf, also mit dem wirklichen Körperkampf dann vergeigt haben. Versteht ihr, was ich meine? Also würde ich nicht riskieren. Wenn es irgendwie so geht, dann würde ich es so machen. Anscheinend schon fast besiegt zu sein. Also es sieht sehr gut aus, das scheint gut voranzugehen. Sekunde mal. Zack. Merkel ist fast besiegt. Und ist Putin wieder wach? Achso, ja, Merkel hat ja die Heilungsfähigkeit, die Wiederbeleben. Fähigkeit. Das ist gut, die in dem Team zu haben. Das ist spitze. Nein, Putin nicht normal sterben. Weil nochmal kann die eventuell Merkel nicht helfen. Und man die in die Ruhezone. Und die linke Hand scheint besiegt zu sein. Ja, nice. Mit Jupiter Second. Und das nächste Team. Ich bin so nervös. Immer ruhig, das wird schon. Die rechte Hand. Los geht's. Weia. Mit dem Team, um das habe ich ein bisschen Angst. Boah, da habe ich ein bisschen schlechte Erfahrungen mit. Aber vertraue auf das Team. Das junge Team. Jungpioniere hier im Kampf. Unsere rechte Hand ist dran. Und wieder die Ruhezonen verwalten. Noch einmal, im nächsten Kampf bin ich dann dran. Ich bin die Steuer eingesetzt, also scheint so zu funktionieren, dass die Streuer auch im Hauptkampf dann benutzbar sind. Oha, scheint so, als bräuchte ich Schutzstreuer. Ohne Schutzstreuer, vielleicht klappt das so. Ja, scheint so zu gehen. Nein, nein, Sarah ist tot, nein. Die Heilerin. Uha. Was für eine Tragödie. Ich traue mich nicht, die Nebensteuer einzusetzen. Ich will ihn dann im nächsten Krieg auch nicht einsetzen wollen. Einsetzen müssen, meine ich. Nicht einsetzen müssen. Nein, nein, nein. Ruhezone, Ruhezone, nein. Bevor er tot ist. Nein, Annelie mit Steuern gehält. Ich muss Sarah den Nebensteuer schenken. Ich muss das so machen. Das muss unsere Heilerin. Nein. Ich hoffe, die sind dann im nächsten Kampf auch noch mit dabei. Ohne Lebensstreuer den Körperkampf zu bekämpfen, das wäre ein bisschen mies. Oh, das war gruselig. Die rechte Hand scheint etwas mehr drauf zu haben als die linke Hand. Das ist wahrscheinlich auch die Stabhand. Die stärkere Hand, die ist wohl ein Rechtshänder, der Gronkh. Benutzen. Vielleicht ging was dann hin. Okay, Sarah bräuchte einen Schutzstreuer, wie es aussieht. Oha. Oder vielleicht ist sie da. Nein, ist sie nicht. Mist.
Das war gruselig. Oh, doch, sie ist geschützt in der Ruhezone. Das ist toll. Voll ins Auge. Rechte Hand ist dran. Huha. Noch macht's mir aber irgendwie keine Angst. Da ruht sich aus. Entspannt. Auf geht's. Voll ins Auge. Da ist noch nicht so final zu sein, wie es eigentlich sein sollte. Hält sich selbst, das ist gut. Und finde es tot, liegt daneben. Das ist nicht gut. Annelie in die Ruhezone. Genau deshalb. Ha, tragischer Fehler, tragischer Fehler, tragischer Fehler. Drohne sich heilen. Und Hand ist doch fast besiegt, oder? Und der müsste nicht mehr viel haben. Dürfte nicht mehr viel haben. Gourmet-Snack. Immer anwechselnd angreifen. Abwechselnd. Geschafft haben. Hand ist dran. Greift an. Huja. Das geht einigermaßen noch, wenn man die Ruhezonen gut im Auge hat. Dann dürfte man das hinkriegen hier. Huha. Gut machbar ohne Streuer. Die Nebenstreuer habe ich jetzt verschenkt. Das macht mir ein bisschen Angst. Da muss ich im Körperkampf eventuell sehr gut aufpassen. Etwas besser sein. Ruhezone. Jo. Ah. Sarah muss in die Ruhezone. Komm, 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 komm. Köstlich. Raus aus der Ruhezone. Raus aus der Ruhezone. Das war gruselig. Hat sich wieder selbst geheilt. Das ist gut. Die hat ja eine helle Attacke. Komm, das kriegt ihr hin. Die rechte Hand ist fast besiegt. Auf geht's. Zu zweit. Sprunghieb. Ja, wir haben sie geschafft. Wäre nur noch der Körper da. Der alles entscheidende Kampf steht also an. Gewonnen. Den Rest könnt ihr vier erledigen. Huch. Uha. Das wird jetzt wirklich final, wie es aussieht. Der Körper, das heißt die Sonne. Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet, was? Jetzt lernt ihr den wahren dunkleren Fürsten kennen. Und zwar so richtig. Was? Was? Die Gesichter der 3. Die Gesichter der 6. Oh. Shit. Das könnte schlimm werden. Auge, Auge, Nase, Mund. Oh, Mist. Sieht nicht gut aus. Ein bisschen Angst. A little bit Angst. Endlich ist es soweit. Unser letzter Kampf. Finale. Nur eins zählt. Wir müssen gewinnen. Auf jeden. Ist dunkelster Fürst Gronkh. Finale. Dunkelster Fürst Gronkh. Gegen das Anfangsteam. Team YouTube. Team YouTuber. Wir greifen an. Und wir kriegen es hin. Diesmal können wir auch die Streuer verbrauchen. Es ist der finale Kampf. Habe ich keine Zweifel dran. Es könnte durchaus möglich sein, dass es noch weitere Kämpfe gibt. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Ich verbrauche es trotzdem nicht, Steuer. Ich bin bei diesem Spiel. Bin bei diesem Spiel nicht überrascht, wenn da noch was passiert. Fiese Formel. Wie viele HP hat der eigentlich? Der dunklere Fürst. Die Sonne des dunklen Fürsten. Und er greift noch nicht an. Oh doch, jetzt hat jemand angegriffen. Sag meins. Grüni klaut eine Banane. Denen geht's gerade nicht so gut. Welche ist dran? Krächzen. Okay, wir haben jetzt scheinbar mehrere Gegner. Ich durchblicke das Ganze noch nicht ganz. Jetzt gute Freunde. Zangenangriff gelernt. Okay, noch einmal. Haben wir jetzt 7 Gegner. Jetzt haben wir Merkel-Münze und Sarah-Münze. Und der dunkle Fürst Gronkh. Dunkle Fürstgong angreifen. Schönheit Schlaf. Also die Münzen müssen wir auch irgendwie noch besiegen. Die greifen uns auch an. Vorsicht! Ha!
zurück. Auch sehr lange in der Ruhezone. Da ist er schon fertig. Da sagt man es und dann ist er fertig. Krächzen. Fürst Gronkh ist dran. Einmal die Ruhezone aufsuchen. Okay, dieser Kampf ist sehr, sehr unübersichtlich. Die Ultrastreuer setzt trotzdem ein. Vielleicht bringen sie was. Ah, wie ich sehe, scheint die Sonne irgendwie von den Münzen beschützt zu werden. Also nicht sonderlich viel abzubekommen. Wenn die Münzen noch da sind, das heißt, wir müssen erst die Münzen besiegen, bevor wir den großen Weisen retten können und nicht den dunkleren Fürsten besiegen können. Okay, gerettet haben wir welche. Dunklerer Fürst Gronkh rief seine Scheren. Ah, noch mehr Münzen oder was? Oha. Okay. Rief seine Scheren. Okay, die hat er wohl immer mit dabei. So, ich möchte einmal Ruhezone. Du, ist ja alles ganz hell, diese Sonne, die blendet die ganze Zeit so schön. Ah, komm, das kriegen wir doch hin. Sieht momentan sehr verwirrend aus, aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind oder wie wir stehen, was los ist. Ich habe absolut keinen Plan. Wow. Was? Der schläft ein. Einfach, wir werden siegen. Das meine ich genauso. Impuls auf den dunklen Flusten. Auf den dunkleren Flusten. Der scheint noch nicht viel abgezogen bekommen zu haben. Die Begeisterung hat sich gelegt. Megablitz. Okay, wir haben einige gerettet. Der scheint aber noch nicht sehr viel abbekommen zu haben. Hier sieht er es nochmal. Die finde Münze ist noch da. Aber der dunkle Fürst, der sieht noch ganz in Ordnung aus. Gleich haben wir es geschafft. Was? Gleich ist es geschafft? Sowas. Wieso sagst du sowas? Das haben wir noch lange nicht geschafft. Weil der ruft auch immer die Leute neu. Punkt Echse auf die Blackie. Und die Blackie 2 liegt in der Ruhezone und macht nichts. Die muss doch mal geheilt werden. Nächste Beziehung. Zwischen wem? Mir und, Quatsch. Winnie und Blackie. In Recken gelernt. Ich bin nicht Blackie. Ja, gut. So genannt hat. Aber was ist mit Lisa los? Sie ist einfach eingeschlafen. Schönheitsschlaf. Ah, das ist eher schlecht hier. Guten Morgen. Ja, die Sonne ist wieder da. Die Sonne ist da. Der muss in die Ruhezone. Blackie hat, die zweite hat es ganz schön lange blockiert. Dunkleren Fürsten an, in der Hoffnung, dass es mal irgendwas bringt. Scheint nicht wirklich was zu bringen, aber Netz stellt sich vor sich. Oha, das ist nicht gut. Das Netz gegenüber Blackie, die zweite, gegenüber Lisa, aber nicht Netz gegenüber mir. Ich muss dich irgendwie steuern. Wieder geheilt. Greenie ist auch wieder geheilt. Steigi muss mal in die Ruhezone. Der Kampf C. Der dauert noch ein bisschen. Der braucht noch eine Weile, wie es aussieht. Waha! Blackie irgendwie, dieser Dauerschlaf irgendwie, der auch in der Ruhezone nichts bringt. Diese Formel auf dunklere Fürst. Ich hoffe immer, dass das was bringt. Sehr für dir, Blackie. Ich weiß nicht. Ah, die ist wieder aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ich lieber auf die Münzen angreifen sollte oder. Ich weiß nicht. Rief seine Scheren. Ja, der ruft die immer wieder zurück, deshalb halte ich es für schlecht. Den dunkleren Fürst nicht anzugreifen, sondern die Münzen. Deshalb greift immer weiter auf den dunkleren Fürsten an. Das bringt eventuell etwas. Ich habe da noch ein paar Ultrastreuer. Der Endspielstreuer ist verbraucht. So, müssen wir in die Ruhezone gehen. Vielleicht geht das dann besser, wenn ihr mal nicht nur die Münzen angreifen würdet. Oha, was passiert? Endstadium. Gronkh-Münzen. Oha. Das sieht schlecht aus. Ah.
Und das sieht schlecht aus. Für mein Team 2 sind kaputt. Ja. Eine Lebenssteuer mehr. Die habe ich tatsächlich in die rechte Hand vergeudet. Ja, da habt ihr das mal gesehen. Wollte ich mal anmerken. Habe ich bisher nicht durchblicken lassen. Uha, das sieht schlecht für das Team aus. Das ist am Boden. Oder eine Heilerin im Team. Ja, gut, so viel dazu. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Lisa und ich. Also Lisa alleine. Das Einzige, was ich machen kann, ist ein Schutzstreuer. Ja gut, der hat scheinbar nicht viel gebracht. Ha! Das schafft sie ganz bestimmt nicht mehr. Das schafft sie nicht mehr. Alleine. In diese Ruhezone kann ich sie nicht mehr legen. So ein Mist. Man dazu. Mehr Snacks hätte geholfen. Kampf nicht geschafft. Müssen wir dann alles jetzt nochmal von vorne und die linke und die rechte besiegen und dann nochmal den Bosskampf. Du hast 59 unterschiedliche Arten von Monstern in Mythopia besiegt. Wäre richtig mies. Machen müssen, nein, bitte nicht. Ich möchte mich mit Blackie wieder vertragen. Obwohl ich fürchte, das war. Gerne so mit diesen Teams machen. Team Politik, Team Jung, Pioniere und Team YouTuber. Ja. Blackie. Punkt, Punkt, Punkt. Ich war gemein. Es tut mir leid. Ich möchte mich wieder mit dir vertragen. Wir haben eigentlich keine Zeit für solche Sachen. Wir müssen den dunkleren Fürsten besiegen. Ich mich doch auch. Danke, Donald. Der Ausblick aus dem Fenster ist einfach wunderbar. Sowas willst du in einem Hotel auch mal haben. Dann wird sich ein Preis mal ordentlich lohnen. Kannst du ordentlich viel bezahlen. Gucken wir mal. Nächsten Part. Abmarsch. Müssen wir uns wohl mal wieder an den dunklen Fürsten wagen und ich fürchte, das müssen wir nochmal genauso machen. Da kommt er nochmal auf. Ja, das wird genauso verlaufen. Das wird jetzt hier nochmal so gehen. Ja, ja, genau. Wähle 3 gegen die linke Hand und gegen die rechte Kampf. Ja, das machen wir nochmal. Müssen wir im nächsten Part nochmal versuchen. Next try im nächsten Part. Ich muss das jetzt hier an dieser Stelle unterbrechen. Es ist zu spannend. Ich weiß, aber es muss sein. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis zum nächsten Part. Haut rinne. Ciao, ciao. We'll be right back.